Elektrischer Reporter. Heide Weigert war wütend auf ihren Mobilfunkanbieter. Auf Facebook schrieb sie: Boah, kotzen die mich an von. Da sperren sie mir einfach das Handy, obwohl man schon bezahlt hat. Solche Penner. Heide arbeitete zu diesem Zeitpunkt für ein Sicherheitsunternehmen und war ausgerechnet bei jenem Mobilfunkprovider eingesetzt. Als dieser von der Facebook-Tirade erfuhr, wurde Heide Weigert entlassen. Vor Gericht sagte sie: Das war mein privater Facebook-Account und ich habe meinem Ärger über meinen privaten Telefonanbieter Luft gemacht. Mit meinem Job bei dem Sicherheitsdienst hatte das nichts zu tun. Das Risiko, mit Äußerungen bei Facebook, Twitter und Co. böse Überraschungen zu erleben, steigt. Eine globale Infoindustrie grast bereits jetzt die sozialen Medien ab. Großbritannien plant sogar, soziale Netzwerke automatisiert zu analysieren, als Frühwarnsystem für Unruhen. In den USA offeriert die Firma LexisNexis Polizei und Strafverfolgern ihr Produkt Accurint. Dossiers über verdächtige Bürger, zusammengetragen aus Blogs, Foren, Facebook und Twitter. Und für Unternehmen bietet LexisNexis gleich eine ganze Reihe von Werkzeugen, die herausfinden sollen, wie wir alle uns über bestimmte Firmen und Produkte äußern. Es ist definitiv ein Quantensprung und eigentlich gang und gäbe in jedem Monitoring-Projekt heutzutage. Grundsätzlich empfehlen wir Kunden, beide Quellentypen miteinander zu kombinieren. Das heißt zum einen durchaus weiterhin die lizenzierten Quellen, gerade aus der Presse und Firmendatenbanken zu beobachten, aber auch definitiv das Web mit einzubeziehen. Computer durchforsten Facebook und Co. Doch auf Basis dieser Informationen Schlüsse zu ziehen und Entscheidungen zu fällen, dafür sind bislang noch Menschen zuständig. Nicht mehr lange, glaubt der Informatiker Christoph Meinl. Was das Neue ist, dass diese Schlüsse und diese Verknüpfung durch Maschinen, durch automatische Programme erstellt werden. Und die sind zunächst mal lange nicht so klug wie der Mensch. Schon heute entscheiden Computer in Sekundenschnelle, ob wir an der Supermarktkasse mit unserer Unterschrift bezahlen können oder ob wir eine PIN eingeben müssen. Die Grundlage für solche Systeme sind relativ gesicherte Informationen. Wie viel habe ich heute bereits mit der EC-Karte bezahlt? Sind zuletzt Zahlungen geplatzt? Im Web dagegen kann jeder alles veröffentlichen. Sollten Maschinen mit Informationen von Facebook und Co. wirklich Entscheidungen über uns treffen? Jedenfalls wird das gefährlicher sein, als wenn Menschen, die dann doch mit einem Hintergrundwissen, mit einem Kontextwissen solche Dinge leichter einordnen können. Ziel für die Wissenschaft ist natürlich wieder, das zu verhindern. Also die Programme so klug zu machen und so fein diese Verknüpfung zu machen, dass möglichst keine Fehler, dass möglichst keine Halbwahrheiten entstehen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar lehnt bereits Forschung in dieser Richtung ab. Also ich weiß nicht, ob wir das überhaupt brauchen. Denn klar ist ja, dass die Menschen zum großen Teil das nicht möchten. Und wenn die Gesellschaft insgesamt eine bestimmte Verwendung von Daten sehr kritisch sieht, dann muss man sich auch als Unternehmen, dann muss man sich auch möglicherweise als Forscher überlegen, ob ich in die Richtung weitergehe. Der Fall Heide Weigert endete mit einem Vergleich. Ihren Job ist sie trotzdem los. Mit ein wenig mehr Umsicht wäre ihr das wohl nicht passiert. Doch im Zeitalter automatischer Datenverknüpfung wird Umsicht alleine nicht mehr reichen. Was man in Zukunft noch gefahrlos von sich veröffentlichen kann, das können heute selbst medienkompetente Experten nicht absehen. Elektrischer Reporter.